kommt nicht. So. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich hier heute mit euch reden und diskutieren kann. Ich finde das eine sehr, sehr große Ehre, weil ich finde, ihr macht Großartiges und haltet Mut und die Hoffnung auch vor Ort ganz lebendig. Also Dankeschön. Ich werde sprechen über Feminismus gegen Gender-Gaga-Gerede. Die Fotos, die ihr seht, die kommen von Demonstrationen, entweder... Könnt ihr mich gut hören? Ist das Mikro okay? Also von Demonstrationen entweder zum Internationalen Frauentag, wie? Ja, okay. Oder aber von den What the Fuck-Demos für sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Ich muss da eine kleine Triggerwarnung einschließen, da werden auch Teile oder Symbole weiblicher Körper gezeigt. Ich hoffe, das irritiert euch nicht. Ja, worum geht's? Ich werde erst mal anfangen damit mit der Frage, was ist eigentlich so los? Und dafür habe ich den Ansatz Geschlechterkonflikte entwickelt, den ich gleich vorstelle. Und dann sage ich, was ist eigentlich der Kontext, in dem das passiert? Was löst das alles aus? Nächste Frage. Und daran schließt sich die dritte Frage an. Warum ist Feminismus heute wichtig, auch für die Zukunft? Der Kontext und die Knackpunkte jetzt dieser Konflikte. Und dann werde ich auf diese Knackpunkte versuchen einzugehen. Einmal die Frage, wie ist es mit der Vorstellung, was denken wir über Geschlecht? Haben wir nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen als Betonblocks? Oder wie sieht es mit Vielgeschlechtigkeit aus? Wie ist das mit der Selbstbestimmung über den Körper, die Sexualität, das Gebären, die Frage der Intersektionalität, also Wechselwirkungen zwischen Ungleichheiten nach Geschlecht, nach Klasse und nach Ethnizität. Ich komme dann auf einen besonders schwierigen Knackpunkt, nämlich die Frage der Männlichkeiten. Ist das ein Kampffeld oder ist das ein Friedensfeld oder irgendwas dazwischen? Und schließlich möchte ich nachdenken mit euch über das Zukunftsversprechen der Geschlechterdemokratie. Ja, die Zeit ist eng, vielleicht rede ich auch zu lange, ich schau mal. Was sind Geschlechterkonflikte? Also ich sage, dass diese Auseinandersetzungen und Angriffe nicht irgendwie so kommen, weil sich rechtskonservative Politiker profilieren wollen oder christliche Fundamentalisten meinen, es geht alles viel zu weit, sondern da treten Akteure miteinander in Zusammenhang. Sie beziehen sich aufeinander, nehmen wahr, was die anderen tun und von daher ist in der Tat ein Feld von Geschlechterkonflikten in einzelnen Ländern, aber auch weltweit entstanden. Konflikte sind in der Soziologie eigentlich ganz positiv. Da leuchtet man ein Problem aus. Die einen meinen das, die anderen meinen das. Man streitet sich heftig und kommt vielleicht zu sowas wie Veränderungen, Übereinkünften und so fort. Bei Geschlechterkonflikten ist es teilweise sehr heftig, antagonistisch. Dennoch, also um jetzt das Konzept nochmal weiter auszuarbeiten, im Kern dieser Konflikte steht, was die Beteiligten meinen, was in Bezug auf Geschlecht gerecht ist. Zum Beispiel, ein rechtsextremer Diskurs, es ist gerecht, dass die Mutter zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmern kann, während der Mann für die Familie arbeitet und den Lohn holt. Da ist so ein gewisser Appeal von Gerechtigkeit drin. Die feministische Vorstellung ist, jede Person kann über sich selbst bestimmen und über das, was sie machen will, ihre Aktivitäten. Also ist es gerecht, dass es gleiche Rechte auch auf Arbeit, auf Partizipation in der Politik und sonst überall in der Gesellschaft gibt. Sie sehen, zwei Gerechtigkeitskonzepte stoßen zusammen und dann gilt es darum, ja, das auszuhandeln. Und dabei ist sehr wichtig, was wir häufig vergessen, also meine Definition des Konflikts kommt letztlich von Georg Simmel, und der hat das klassisch auch schon so entwickelt. Ich gehe mal kurz weg und rede sehr laut. Ihr könnt mich hören, ja? Nein. 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 Nein.
Es geht nicht nur um die Konfliktbeteiligten, sondern um die Dritten in Medien, in Politik, in der Gesellschaft. Und die werden umworben von beiden im Konflikt. Und wenn man guckt, wie also im Moment die Rechtsextremen und die AfD das macht, über Insta, alle möglichen Filmchen, es werden Ereignisse inszeniert, die zeigen, wie toll sie sind, kämpfen und wie böse die anderen sind. Und das wird weit gestreut. Also da werden die Dritten sehr umworben. Ich denke, im Feminismus haben wir eher die Vorstellung, wir wollen dem Gegner zeigen, wie ja, kritikwürdig die Vorstellungen sind, warum man die angreifen muss. Aber wir vergessen manchmal so ein bisschen, dass es um die Dritten auch geht. Dass es darum geht, die anzusprechen und darum auch das, was wir wollen, in einer Sprache zu vermitteln, die da auf Resonanz stößt. Also von daher bitte für das Folgende dieses Bild. Wir haben Geschlechterkonflikte, unterschiedliche Vorstellungen, was gerecht ist in Bezug auf Geschlecht. Aber es geht darum, auch Resonanz in der Gesellschaft, in den Medien und in der Politik zu finden und aufzubauen. Und das ist Teil des Konflikts. Und vor allen Dingen auch Teil, wie man damit strategisch umgehen kann. Das finde ich sehr wichtig. Ja, warum heute? Warum flammen diese Geschlechterkonflikte so auf? Gestern kam die wichtige Antwort, das liegt an der Krise und Verunsicherung. Die ersten Annahmen waren, die Männer haben genug, die haben die Nase voll, die wollen jetzt zurückschlagen. Das ist offensichtlich zu einfach. Dann ist dieses Zweite, dass das eine Machtstrategie des Rechtsextremismus ist in dieser Vielfachkrise. Also ökologische Krise, soziale Krise, ökonomische Krise. Und dann wird oft behauptet, Gender wäre ein empty signifier, also etwas, worauf sich alle Rechten beziehen können, aber eigentlich hat es nicht so einen richtigen Inhalt. Oder sowas wie Symbolic Glue, also ein symbolischer Klebstoff, in dem ich über die Weiber schimpfe, kriege ich alle Männer zusammen, einfach gesagt. Aber ich finde das hochproblematisch, ich fand das anfangs interessant, weil es geht gerade nicht um empty signifier, sondern es geht ganz präzise darum, Frauen und anderen Menschen das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper, zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, zu entziehen, Frauen aus der Öffentlichkeit zu drängen, Vielgeschlechtlichkeit zu unterdrücken, gegen Transmenschen zu mobilisieren, das haben wir gestern alles schon gehört. Das ist sehr präzise auf dem Gebiet von Gender und damit, denke ich, muss man sich dann auch intensiver beschäftigen. Ja, ich sage, dass diese Konflikte zunehmen, weil in der Tat die Geschlechterordnung sich ändert und dass noch ganz unklar ist, wohin es gehen soll. Wir können also beobachten eine mögliche Veränderung, eine Transformation der Geschlechterverhältnisse. Und dazu sage ich gleich noch mehr. Wir kommen irgendwie in eine neue Geschlechter- und Gesellschaftsordnung, aber wir wissen noch nicht welche. Und deswegen nimmt die Konflikte zu es wird versucht, grundsätzlich etwas anzutasten, was vielleicht lange auch mal eine Art von alltäglichem Kompromiss war. In diesen Transformationen, und das ist jetzt mein Hauptargument, bieten die Feminismen ganz wesentliche Elemente für einen neuen Gesellschafts- und Geschlechtervertrag. Einen, der frei ist, gleich und solidarisch. Und es geht also um die Zukunft und nicht nur um Wahlgewinne oder Machtspiele rechtsextremer Netzwerke und Parteien und so weiter. Ja, ich will das ein bisschen erläutern mit diesen Änderungen der Geschlechterordnung. Es hat eigentlich nach dem Frauenwahlrecht sowas eingesetzt. Vorher war es, Männer sind sowieso überlegen, überall. Dann hieß es, Frauen und Männer und auch nur die beiden Geschlechter sind gleichwertig, aber unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit käme von der Biologie her. Deswegen ist es auch klar, dass Frauen Mütter sind. Und dieses schöne Mutterbild, da könnt ihr sehen, wie künstlich das ist. Das hat eine italienische Männergruppe mal gemacht, dass sie diese Fotos nachgestellt haben, also hier mit der Milchflasche, ne?
Wie absurd das ist, dass eine Person dir so eine Milchflasche oder ein, was immer entgegenhält. Also da wurde diese Gendervergeschlechtlichung sehr deutlich. Die Differenz sollte also, Biologie diktiert, dass Männer Arbeiter werden oder Angestellte und dass die in der Politik führend sind und die Frauen sich um die Kinder kümmern. Und es gab eine zweite Differenz, nämlich denen, die drinnen sind, die Einheimischen oder wie immer, und denen, die von außen kommen, die Eingewanderten. Und das hat sich immer überschnitten in der Geschichte der modernen Nationen. Diese Geschlechterkultur vertrat Zweigeschlechtlichkeit, Biologismus und Heteronormativität. Ja, und das, wenn ihr mir zuhört, merkt ihr, das stimmt heute alles nicht mehr. Also es hat sich grundlegend was verändert. Frauen sind überwiegend erwerbstätig, auch weil, wie soll man sagen, das Erbe der DDR teilweise auf die Bundesrepublik ausgeweitet wurde. Sie sind in öffentlichen Machtpositionen und haben teilweise wenigstens eigenständige Definitionsmacht. Bei den Männlichkeiten haben wir sowas wie eine kulturelle Starre. Ich gucke mir öfter mal diese Ultra- und Superman- und sonst wie Filme an und stelle fest, es weicht sich so ein bisschen auf, aber in einer eigenartigen Richtung. Also es gibt schon sowas wie ein Festhalten, als gäbe es diesen Supermaskulisten noch, aber eigentlich wird er dann immer ironisch unterspielt. Die Vielgeschlechtlichkeit ist ansatzweise anerkannt. Auch so viel Kritik man haben mag am Selbstbestimmungsgesetz im Kontext Trans, es ist ein Gesetz, was Selbstbestimmung zumindest im Titel führt. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist anerkannt. Man kann also in staatlichen Behörden sich so registrieren lassen und das ist schon ziemlich viel Anerkennung. Aber wir haben verbunden mit diesen Veränderungen eine tiefgreifende Verunsicherung. Antifeministen und andere versuchen das in Politiken der Angst zu übersetzen. Und es ist schwer, diesen Politiken zu begegnen, wenn man keine Visionen hat. Also dieses Fehlen von Visionen. Ich kann gut verstehen, mir geht es auch so. Ich wache oft auf und sage mich, wo will ich denn da jetzt noch ein Zukunftsbild hernehmen? Aber ich denke, wir brauchen sie. Auch um neu zusammenzufinden. Ja, das ist, wäre die Lage. Also die Geschlechterordnung ist meine These, ändert sich. Und diese Veränderung kann halt in unterschiedliche Richtungen gehen. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Das erste Szenario wäre, dass der rechtspopulistische, antifeministische Neoliberalismus sich durchsetzt. Also die Vorstellung, der Markt regiert alles, aber das Volk folgt dem Markt und Gender ist Gaga. Ich mache es manchmal vielleicht ein bisschen einfach. Das zweite ist ein individualisierter Neoliberalismus. Da dürfen alle Geschlechter gleich sein, sie dürfen auch queer und sonst wie sein, aber sie müssen bitteschön individuell sein. Jeder sucht seine Chance auf dem Markt und es muss alles flexibel sein. Also was in diesem Buch Top Girls beschrieben wurde, bloß kein Feminismus. Wir sind alle gegeneinander im Wettstreit und der Markt wird sich durchsetzen und uns sagen, wer am besten ist. Das wäre sozusagen das zweite Szenario. Und das dritte, ja, wo ich jetzt Elemente zusammentragen möchte, wäre also so etwas wie ein neuer, freiheitlicher und gleichheitlicher Gesellschaft und Geschlechtervertrag. Ja, ich fasse noch mal kurz Kernelemente dieses antifeministischen Szenarios zusammen. Das kennt ihr ja. Die Nation steht über den Individuen. Die Biologie ist herrschend. Es gibt nur Mann und Frau, so einfach ist das. Ich zitiere aus einem Wahlplakat. Es gibt, besonders effektiv wird das in der brisanten Verbindung von Sexismus und Rassismus. Also ich denke, es ist wenig populär in Deutschland zu sagen, sexuelle Selbstbestimmung finden wir doof. Ne? Das wird nur sehr indirekt gesagt. Aber zu sagen, es gibt diese rassifizierten Männer, die euch bedrohen und die unsere Frauen bedrohen, das verbreitet plötzlich wirklich Angst. Und das wird auch bis in den Feminismus hinein überwunden. Also von daher denke ich, diese Verbindung von Rassismus und Sexismus, da müssen wir immer drauf achten. Ja,
Also, gleichzeitig ist dieser Rechtspopulismus sehr autoritär. Es geht darum, dass die Biologie die Gesellschaft bestimmen soll, beziehungsweise das, was die hegemonialen Machthaber sagen. Der Schlüsselmechanismus ist die Wiedereinführung des Abtreibungsverbots. In dem Moment, wo Frauen nicht mehr über ihre Körper bestimmen können und praktisch mit einer Geburt wieder in volle Abhängigkeiten kommen, da ist auch die patriarchale Kontrolle wieder sehr viel stärker. Und das wird in den USA erkannt, das wird in Deutschland erkannt, das wird quer durch Europa erkannt und auch im globalen Süden. Die Stigmatisierung queeren Begehrens, die Betonung von nationaler Mutterschaft und Heteronormativität, aber alleinerziehende und eingewanderte Frauen sind irgendwie fragwürdig und eingewanderte noch dazu gefährlich. Die kriegen ja eingewanderte Kinder. Entschuldigung, wenn ich so Sachen sage, da zitiere ich nur, ne? Also ich entschuldige mich für diese Botschaften. Das Haupternährermodell soll wieder sozusagen symbolisch leitend sein. Es ist klar, dass es nicht mehr klappt. Real haben wir Doppelerwerbstätigkeit, schon aus ökonomischen Zwängen, und Prekarisierung für alle. Aber zumindest als Symbol soll es weiter wirken. Und schließlich sollen soziale Sicherungen runtergefahren werden. Wenn man also zum Beispiel bei der AfD im Wahlprogramm nachliest, was die sich unter Rentenansprüche, Absicherung im Krankheitsfall, Mindestlohn und so weiter vorstellen, da findet man ziemlich wenig. Gut, also es geht darum, die Familie wird ungleich restabilisiert, der Markt wird gestärkt und die Politik und Gesellschaft wird autoritär gefirmt. Nur noch ein paar knappe Bemerkungen zu den Männern in diesem Kontext. Auch da hat der Feminismus und der Aufbruch nach 68 gewirkt. Es wird hier ringsum beklagt, dass der deutsche Mann nicht mehr richtig kämpfen will. Und da wird nun sowas verordnet, was ich erstmal den puren Kampfmann oder den puren Krampfmann nennen möchte. Der nationale Mann versagt und wie Bernd Höcke sagt, muss man ihm das wieder beibringen. Was ich beängstigend finde, es gibt so viele Ansätze von Care jetzt, gerade bei jungen Männern, das wird überhaupt nicht mehr sichtbar. Der deutsche Mann ist also, wie gesagt, ein Problemfall, an dem wird etwas hilflos rumgewirkelt. Aber der eingewanderte Mann, der wird rassifiziert, sexisiert und er wird sozusagen zu einem Symbol für so eine Hypermaskulinität gemacht. Er hat noch die Macht über Frauen, er kann noch Gewalt ausüben, er darf das alles, was vermeintlich deutsche Männer nicht dürfen. Und das, wie gesagt, ist sehr brisant. Hier werden auch Formulierungen des Feminismus geklaut. Also Sex, wie soll man sagen, gegen Vergewaltigung zu sein, heißt gegen alle Vergewaltigungen zu sein und nicht diese rassistischen Kampagnen. Ja, es geht also im Grunde darum, eine Resouveränisierung von Männern der Elite zu schaffen, die Kämpfermentalität wieder zu erzeugen, also eine nationalistische, hegemoniale Männlichkeit zu verankern. Und demgegenüber sind die Frauen sozusagen ein bisschen wie kollektive nationale Geschlechtswesen. Wer das zu hart findet, ist es vielleicht an vielen, möge sich dieses Plakat, bei dem das Copyright gesichert ist, nochmal anschauen. Ja, wie ist es jetzt mit dem feministischen Szenario? Ich habe ja gesagt, ich möchte in 5 Punkten nachvollziehen, was Feminismen diskutiert haben in Richtung Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Zuwendung. Ganz allgemein, was sind Feminismen überhaupt? Hat jede von euch, jeder eine eigene Vorstellung. Sie bilden Geschlechter- und Gesellschaftskritik. Ihre Forderungen sind im Zusammenhang, sie bestehen auf Individualität und Freiheit des Geschlechts. Sie erkennen Beziehungen an. Also zum Beispiel Individualismus heißt im Feminismus, wir dürfen selbst bestimmen, wir werden selbst bestimmen. Aber jeder hat das Recht, versorgt zu sein und zu sorgen. Und nicht Freiheit ist, von zu Hause und von der Mama auszuziehen und jetzt alleine den Weg in die Karriere zu suchen. Das ist nicht die feministische Freiheit-Vorstellung. Allgemeine Gleichheit und Gewaltfreiheit. Und deswegen kritisieren sie eben Fremdbestimmung, wie im intersektionalen Feminismus,
Sexismus, Rassismus, Klassenstrukturen und persönliche wie organisierte Zwangsgewalt von der Vergewaltigung bis zum Krieg. Diese Diskurse haben sich nicht so im Sinne eines Fortschritts entwickelt, dass man sagt, 1970 hat es irgendwie ein bisschen klein angefangen und dann ging es immer weiter, sondern ich habe das nicht ganz geglückte Bild der Spirale. Es gibt ein Problem, es wird diskutiert, das weitet sich immer mehr aus auf immer mehr Kreise und irgendwann ist man wieder am gleichen Punkt. Also wie erste Debatte Trans in den 80er Jahren etwa und dann heute wieder. Also man hat dazwischen gelernt, hat dazugenommen und die Spirale dreht sich und kommt teilweise wieder zu den gleichen Punkten, aber vielleicht mit anderen Antworten. Ja, die Stimmen zu diesen Denkbewegungen kann man also in dem Buch nachlesen, was vorhin schon so ein bisschen vorgestellt wurde, die neue Frauenbewegung in Deutschland. Das macht unheimlich Spaß, weil das die provokativen, anregenden, kritischen Texte da gesammelt wurden. Ja, Denkspirale zu Geschlecht. Also die Ausgangslage 1970 war, das Geschlecht ist biologisch und das sind Frauen sind Mütter. Und da ist man erstmal eine ganze Zeit lang nicht von weggekommen. Man wollte mehr Freiheit und Gleichheit, aber im Rahmen dieser Vorstellung Frauen. Dann hatte man aber wichtige Erkenntnisse. Das eine, es geht um die Kultur, die gestaltet das Geschlecht. Und auch die männliche Herrschaft ist nicht immer da gewesen, sondern ein historisches Resultat ist also auch abschaffbar. Es gibt diese Kritik an der Geschlechterungleichheit noch im Rahmen von Zweigeschlechtlichkeit, geschlechtliche Arbeitsteilung und Machtverhältnisse. Und dann wurde klar, Geschlecht ist eine kritische Analysekategorie. Es ist auch nicht etwas, was wir so affirmativ übernehmen, sondern es hilft uns bei der Kritik. Und das war zentral für diese weltweit, für die UN-Konferenzen zur Frau, dass man sagte, ja, Geschlecht hilft, Machtverhältnisse, Ungerechtigkeiten zu kritisieren, aufzudecken und zu verändern. Das ist eine große Freiheitschance. Und diese Freiheitschance wird jetzt unter dem Motto Gender Gaga mehr oder minder so in den Boden gestampft. Und das finde ich sehr wichtig, sich das klar zu machen. Es ist nicht Gender Gaga, es geht um die Zukunft und die Kritik an der Gesellschaft. Ja, wie hat sich diese Denkspirale weiterentwickelt? Nach Judith Butler und anderen die Vorstellung, eben Geschlecht ist sehr stark in Worten gemacht, in Sprache, in dem, wie wir uns darstellen. Und dann, es gibt verschiedene Geschlechter. Ja, habe ich eben schon gesagt, dass das also auch jetzt inzwischen in der Politik und in der Verwaltung angekommen ist. Die Geschlechterkritik hat also zu so etwas wie Geschlechtervielfalt und Flexibilisierung geführt. Und das ist mehr Freiheit, aber auch Probleme, weil Unsicherheiten wachsen. Und gleichzeitig wird es häufig auch nur auf der individuellen Ebene gesehen. Ne? Also ich habe jetzt die Freiheit, ich als sowieso Identität kann jetzt das und das durchsetzen. Aber was heißt das denn für Bündnisse? Was heißt das für Änderungen? Was heißt das für kollektive Ungleichheiten? Ja, die zweite Denkspirale ist die zu reproduktiver und sexueller Selbstbestimmung. Die Ausgangslage war in der Bundesrepublik ja praktisch keine Sexualaufklärung oder sehr wenig. Ehe ist gleich Sex, ist gleich Kinderkriegen und Verbot der Abtreibung. Dass es für Männer etwas anders aussah, okay, aber das war so die Vorstellung. Also es war Ehe, Sexualität eigentlich nicht differenziert, Sexualität und Kinderkriegen war nicht differenziert. Und demgegenüber hat die Frauenbewegung eben großen Einspruch gemacht und hat gesagt, erstmal wir wollen Selbstbestimmung über unseren Körper, Abschaffung des Paragraph 218 und über die Sexualität. Menschen entscheiden individuell über das Kindergebären, denn sie sind verantwortlich und in Beziehungen verbunden. Die Entscheidung beinhaltet sowohl die zur Abtreibung wie auch die zum Kinderbekommen. Das wird ganz wenig kritisiert. Die Vorstellung, das AfD hat das auch mal vertreten, heute tun sie es nicht mehr, dass alleinerziehenden Mütter der Unterhalt entzogen werden sollte. Das ist schon ziemlich klar, ne? Also es geht darum, wieder eine Abhängigkeit vermittelt über dieses Kindergebären zu schaffen, möglichst für alle Frauen. In der DDR sah es anders aus, da war ja die Fristenlösung geltend und das hat eine alltägliche Stärke bewirkt, zusammen mit dem eigenständigen Recht auf Lohnarbeit und dem Gefühl, also als Frau voll die Frau oder den Mann zu stehen. Das ist von den Demos, das fand ich einfach sehr hübsch.
Das ging dann weiter, dieses Denken. Man brauchte Wissen über Sexualität und Reproduktion. Das wurde aufgebaut. Es gibt neue Begriffe. Man muss ja sagen, wie drücke ich das aus, was ich da will, wenn ich nicht einfach ein Kind kriegen will, obwohl ich keins kriegen will. Also reproduktive Rechte, Selbstbestimmung über Körper und Gebären, sexuelle Rechte, Selbstbestimmung über die Sexualität. Der Kompromiss zur Abtreibung 1993 hat die Abtreibungsverbot nicht abgeschafft. Er hat gleichzeitig die Ausweitung der Kindererziehung gebracht. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Wir haben jetzt Kindergärten, vor allen Dingen in Westdeutschland, nicht, weil Frauen ein Recht auf unabhängige Berufsarbeit haben, sondern weil man sie zum Kind bestimmen wollte. Also von daher, dieser Natalismus geht also wirklich quer durch die ganze Genderpolitik. Heute deutet sich ein Systemwechsel an. Die Kommission, deren Name ich im Moment jetzt nicht so schnell hinkriege, über reproduktive Rechte, glaube ich, auch was, hat einen Bericht vorgelegt und in dem wurde empfohlen, zum einen die Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen, also Schluss mit dem Paragraph 218, und ihn in die Frauen- oder Geschlechtergesundheitsbereich aufzunehmen und dort entsprechende Gesetze zu machen. Das ist ein fundamentaler Systemwechsel. Es gibt jetzt aus der Zivilgesellschaft eine Bewegung, die versucht, das in die Politik reinzubringen. Erstaunlicherweise sind auch die Ampelparteien da sehr zögerlich. Aber ihr werdet das jetzt erleben und wenn es euch interessiert und umso mehr, wenn ihr motiviert seid, bitte bringt euch da eventuell auch ein. Ja, ich habe also gesprochen über den Begriff des Geschlechts, über reproduktive und sexuelle Rechte. Ganz kurz nochmal, wir haben vier Bewegungen für Selbstbestimmung, die sehr viel erreicht haben. Reproduktive Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung mit Queer, gegen vergeschlechtlichte Gewalt und Trans-Selbstbestimmung. Und da ist man doch so weit gekommen, dass man sagt, Geschlecht ist eben kein Diktat der Biologie, kein biologisches Schicksal. Von biologistischen Gender- und Gebärnormen zu geschlechtlicher Vielfalt und Flexibilisierung. Allerdings war das immer noch in diesem Mein Bauch gehört mir. Also der Körper ist das Eigentum. Und da haben wir hochinteressante Ansätze aus dem lateinamerikanischen Feminismus, wo die sagen, wir müssen anders drüber denken. Unsere Körper sind wie ein Terrain, was wir gemeinsam mit anderen bewohnen und wo wir uns zusammenfinden, wie wir das zusammen machen wollen. Also Veronica Gago. Und ich denke, da kommt man wirklich noch mal ein bisschen weg und kann das, was ich vorhin sagte, also individuelle Selbstbestimmung und Care-Reziprozität noch mal ganz anders nachdenken. Ja, Intersektionalität mache ich jetzt nur ganz knapp. Also ich habe ja schon gesagt, es waren Frauen und Männer um 1970 rum. Damals schon wurde gesagt, Klasse, Rasse, Geschlecht sind die Ungleichheiten und seitdem hat sich viel entwickelt und sehr viel wurde sichtbar gemacht. Die Spirale ist nicht ganz so flott gelaufen in Bezug auf Männlichkeiten, auch das kürze ich jetzt ein bisschen ab. Der Ausgangslage war, die Männer sind normal und die Frauen sind das zweite Geschlecht. Also die Männer waren nicht markiert, wir waren das Besondere und wir mussten uns anpassen und gucken, dass wir den Fortschritt des Mannes erreichen. Und das ist von der neuen Frauenbewegung übernommen worden, die Vorstellung, dass alle Männer herrschen. Das haben wir heute noch in diesem hochproblematischen Slogan, alte weiße Männer. Ne? Also ich habe mal heiße Diskussionen gehabt im Seminar, ob der obdachlose weiße Mann um die 70 rum immer noch hegemonial ist gegenüber der schwarzen Frau, die Medizinerin und erfolgreich im Beruf ist. Also diese Vorstellung, durchgehend Männer, ne, sind überall oben, das hat sich ein bisschen weiter. Ihr merkt schon, ich sehe es vielleicht anders. In den 80er Jahren hat man gesagt, Männer sind unterschiedlich. Also hegemoniale Männlichkeit, untergeordnete Männlichkeiten und komplizenhafte. Die Schwulenbewegung und Teile der Männerbewegung haben auch ein Angebot gemacht an die Frauenbewegung, eigentlich seit den 70er Jahren, gemeinsam gegen diese Dominanz des hegemonialen Geschlechts zu kämpfen. Auch in der Frauenbewegung wurde rassistische Männerbilder des Rechtspopulismus wie in ausnahmslos der Kampagne bekämpft, aber leider gibt es die Tendenz weiter. Ja,
was hat der Feminismus Männern eigentlich zu bieten, ist gestern verschiedentlich gefragt worden. Also ich denke, es gibt ein sehr wichtiges Befreiungsangebot von den Zwängen hegemonialer Männlichkeit. Man muss nicht dauernd Dominanz demonstrieren, man kann sich auch mal fallen lassen. Der Haupternährer ist sowieso obsolet, aber er ist auch sehr anstrengend und man kann da ein bisschen abwechseln und sich wechselseitig tragen. Die Distanz von Care und Kinderversorgung aufzugeben, das interessiert, glaube ich, sehr viele, gerade jüngere Männer. Und schließlich wird Männergewalt als entfremdende Herrschaftspraxis erkannt und auch Männer wenden sich dagegen. Also es ist nicht, wie soll man sagen, ein Ausdruck biologischer Männlichkeit, sondern es ist eine Praxis der Herrschaft, die auch für Männer schmerzlich sein kann. Es gibt Kooperationsangebote bei Politikthemen, bei den Gewerkschaften, bei Care. Und ein großes neues Beziehungsangebot, eigentlich im Grunde, Ulla Müller hat das mal wunderbar ausgedrückt, der Eros der Gleichheit. Man kann erheblich zugewandter, erotischer zusammenleben, wenn man sich als Gleiche und Selbstbestimmte anerkennt. Und hier, denke ich, ist das Potenzial der Feminismen noch gar nicht entfaltet. Man müsste weiter darüber diskutieren, konkrete Vorbilder zeigen, die es international gibt. Und diese Frage, ob etwas gelingt, also diese Spaltung entlang der Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden, ist, glaube ich, auch entscheidend für die Zukunft. So, das Zukunftsversprechen Geschlechterdemokratie mache ich jetzt sehr knapp. Am Anfang konnte die Frauenbewegung mit Staat gar nichts anfangen. Wir haben gesagt, das ist ein patriarchaler Staat, der unterdrückt uns und wir organisieren uns autonom. Und was interessant war, damals hat man auch gesagt, wir schaffen unser Geld selber, unsere Stellen selber, all sowas. Also inzwischen ist das ja durch die Politik in vielem gesichert. Teilweise denke ich, man sollte zu so einem Denken zurückkommen, dass Frauenprojekte natürlich auch von emanzipativen Menschen mitgetragen und finanziert werden. Weil auf den Staat kann man offensichtlich nicht immer bauen. Ja, die Quoten wurden entwickelt, das Mentoring, feministische Politiken und so weiter. Destruktion von Gender kam in die Politik mit LGBTI unter diesem Kürzel. Die UN-Frauenkonferenz hat da grundlegende Beschlüsse gemacht. Und wenn man da das Abschlussdokument nochmal liest, da sieht man, wie weit das Ganze weltweit gekommen ist, von allen Staaten, fast allen Staaten der Welt unterzeichnet. Also in diesen Denkspiralen wurde Freiheit, Beziehungshaftigkeit, Relationalität, Gleichheit, Gewaltfreiheit eingebracht, differenziert und ausgeweitet und zu sehen, dass das zusammengehört, ist sehr, sehr wichtig. Wie ist es mit der Zukunft? Ich will jetzt, weil die Zeit schon sehr weit ist, auf ein paar Bemerkungen beschränken. Also die Zukunft dieses rechtspopulistischen, völkischen Antifeminismus kann man vielleicht so zusammenfassen, dass Leben in einer autoritären, völkisch-patriarchalen Gemeinschaft mit zurückgebautem Sozialstaat, mit relativ freiem Marktkapitalismus. Diskurse werden autoritär und nationalistisch normiert. Gender wird mit Zwangsnormen erneut versehen. Die Mütter und die Maskulisten für die Nation. Ernährer und Hausfrauenfamilien als Leitbild. Die Nation soll als Abstammungsgemeinschaft bleiben. Es werden Geburtenprämien vorgeschlagen für Einheimische und zur Geburtensteigerung, also Abtreibungsverbot soll wieder eingeführt werden. Ja, und der nationale Marktkapitalismus mit Weltsprachanspruch. Das ist also ein mögliches Szenario. Das ist aber gegen die große Mehrheit. Also ich habe von den Dritten und der Resonanz gesprochen. Die Vorstellung von Freiheit, Gleichheit, Gewaltfreiheit auf ganz einfacher Ebene hat sich in Deutschland weitgehend durchgesetzt. 90% der Menschen sind für gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit, höhere Löhne in Pflege- und Bildungsberufen, bessere Möglichkeiten öffentlicher Kinderbetreuung. Witzigerweise ist das der Brigitte-Studie zu entnehmen, die von Paula Villa, einer Vordenkerin des queeren Feminismus, betreut wurde. 80% sind für bessere Gesetze gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, eine staatliche Entlohnung privater Sorgearbeit, 62%, das könnte schon mehr sein, für Gleichstellung von Transpersonen und fast 50% für gesetzliche Frauenquoten. Ich komme auch noch mal kurz auf die Männlichkeitsergebnisse von Wippermann, der sagt, nur 5% sind überzeugte Maskulisten,
30% sind empfänglich für einzelne Argumente, 51% ist das Ganze egal, also weitgehende Distanz, 8% etwa lehnen das Antifeminismus ab. Das heißt, an die 70% sind entweder distanziert oder wirklich ablehnend gegenüber Antifeminismus. Und das kann uns ruhig ein bisschen Mut schöpfen lassen, wenn es um die Dritten geht. Feminismen für die Zukunft. Ja, ich habe es eigentlich schon gedacht, er sagt, sie bringen ganz viel Möglichkeiten. Wir brauchen Visionen, Bilder, wie das mit Geschlecht und Gesellschaft in der Zukunft weitergehen soll. Wir brauchen viele und vielfältige Bilder, weil das ist in einem Bild sicher nicht einzufangen. Feminismen verfügen über intersektionale Sichtweisen von sozialer und geschlechtergerechtigkeit, über Mut und Visionen voll Eros. Ich danke euch.